Hallo ihr Lieben, ja, hier bin ich jetzt endlich mit einem neuen Schwangerschaftsupdate. In diesem Update berichte ich euch aktuell von der 13. und 14. Schwangerschaftswoche. Ich befinde mich jetzt in der 15. Woche und bin 14 plus 3. So, dann fangen wir erstmal an mit der schlimmsten Schwangerschaftsbeschwerde, die ich bis jetzt hatte. Das ist natürlich die Müdigkeit, die war in der 13. und 14. Woche immer noch vorhanden, zwar nicht mehr so stark wie jetzt in den ersten Wochen, aber auf jeden Fall deutlich zu spüren. Dann leide ich unter Blasenschwäche. Das heißt, ich habe wirklich keinen guten Beckenboden. Das habe ich aber schon seit der Geburt von meiner ersten Tochter. Dass, wenn ich niesen oder husten muss, einfach immer ein bisschen was rauskommt. Und ich weiß noch, das hat angefangen im 9. Monat meiner letzten Schwangerschaft. Und genau, seitdem hat sich mein Beckenboden nie mehr so wirklich richtig gestärkt. Aber jetzt merke ich, dass es halt wieder wirklich richtig extrem wird. Und ich habe mit meiner Frauenärztin darüber gesprochen und sie meinte, dass es durchaus möglich ist, dass ich mir in der Schwangerschaft diese Beckenboden-Trainingseier, die gibt es auch beim DM, kaufen kann, um meinen Beckenboden zu trainieren. Das führt man sich dann halt ein und kann halt somit üben, den Beckenboden anzuspannen. Ja, das habe ich auf jeden Fall vor. Dann hatte ich eine kurze Schmierblutung in der 13. Woche. Das ist passiert nach dem Geschlechtsverkehr. Da bin ich einfach auf Toilette gegangen und hatte halt so ein bisschen Blut am Klopapier, aber das sah auch das sah halt auch nicht wirklich schlimm aus. Ich hatte jetzt auch keine Angst oder so. Also ich habe gedacht, vielleicht ist da halt wirklich nur ein Äderchen geplatzt oder sowas. Ich war dann am nächsten Tag, weil es Wochenende war, im Krankenhaus. Und da war dann auch gar kein Blut mehr da und es war nichts zu sehen und alles in Ordnung. Also war das wohl nur irgendeine äußerliche Verletzung. Dann habe ich komischerweise überhaupt gar keine Brustschmerzen. So insgesamt, bis auf die Müdigkeit, fühle ich mich wirklich eigentlich gar nicht schwanger, leider. Irgendwie, ja, der Bauch lässt auch noch auf sich warten, aber dazu gleich mehr. Ja, worunter ich leider leide auch, sind schon Hämorrhoiden. Das habe ich jetzt auch erst so wirklich, also die waren schon wohl vorher da, aber nicht so extrem. Aber dadurch, dass man halt jetzt eine höhere Blutmenge und einen höheren Blutdruck hat, merke ich das halt schon. Und da sind halt welche und das ist voll doof und ich frage mich wirklich, wo das noch enden soll, gerade auch bei der Geburt. Und ist wirklich unangenehm. Ich weiß gar nicht, was man dagegen machen kann. Kann man sich Hämorrhoiden hinterher wegoperieren lassen oder ja, wie behandelt man sowas? Also ja, ist ein blödes, peinliches, unangenehmes Thema, aber gehört nun mal auch zur Schwangerschaft dazu. Und ja, ich habe Hämorrhoiden. Zu meiner Haut kann ich noch sagen, dass meine Haut wirklich besser geworden ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich normalerweise sehr fettige Haut habe. Und jetzt ist die Haut einfach trockener und deswegen hat sie sich reguliert. Und deswegen habe ich halt auch nicht mehr so viele Unreinheiten, genauso wie meine Haare. Die werden jetzt auch nicht mehr so schnell fettig. Dann hatte ich in der 13. Woche, genauso wie in meiner ersten Schwangerschaft, ein, zwei Tage starke Kopfschmerzen. Das musste ich dann auch wirklich mit Paracetamol behandeln, weil es wirklich nicht auszuhalten war. Und an meiner Stimmung merke ich auch, dass die Hormone in mir brodeln. Also ich bin im Moment viel schneller gereizt und auf Krawall aus und muss mich manchmal echt zurückhalten. Ich merke auch, dass Tamea mich viel schneller auf die Palme bringen kann und versuche halt trotzdem halt ruhig zu bleiben, weil ich halt weiß, es liegt an der Schwangerschaft und den Hormonen. Und ich reg mich einfach unfassbar viel über andere Leute auf. Die brauchen nur eine Kleinigkeit sagen oder meine Mutter am Telefon oder irgendjemand, der halt irgendwie nicht meiner Meinung ist oder irgendwas sagt, was mir nicht passt. Oder dann kriege ich direkt schon irgendwie so innerliche Wut und muss dann auch, bevor ich zum Beispiel auf irgendeine WhatsApp-Nachricht oder so antworte, muss ich erstmal runterkommen und sag, okay, ich warte jetzt erstmal eine Stunde und dann antworte ich da drauf, weil sonst wird wirklich nur böses Zeug dabei rauskommen. Mein Appetit ist auch wieder komplett zurückgekommen, jetzt gegen Ende der 14. Woche. Also ich konnte ja wirklich die ersten 3 Monate kaum was essen und in der 14. Woche am Ende kam es wirklich alles, dass ich wirklich wieder Lust auf alles hatte und wieder richtig Hunger verspürt habe und ich versuche jetzt halt, ja, da ich halt wieder richtig essen kann, auch gesunde Sachen zu essen. Also es ist nicht so, dass ich da überhaupt gar keine Lust drauf habe. Und bei Tamea konnte ich ja Fleisch weder riechen noch essen noch irgendwas. Und in dieser Schwangerschaft habe ich halt total Lust auf Fleisch. Also
Genau, ich war ja mal jetzt, bevor wieder die Frage kommt, ja, ich war eine Zeit vegetarisch und vegan unterwegs, aber ja, im Moment esse ich halt wieder Fleisch und ich habe auch richtig Lust drauf. Genau, ja, so ist das halt. Ja, dann habe ich dieses typische Schwangerschaftsanzeichen, dass meine Nase oft läuft und erst dachte ich immer, dass ich Schnupfen habe, aber dann ist mir eingefallen, das hat ja was mit der Schwangerschaft zu tun und das haben ja viele Schwangere, eine laufende Nase. Und ja, genau. Ach ja, gegen die Müdigkeit. Ich habe immer noch das Floradix im Kühlschrank. Das nehme ich jetzt nicht mehr so regelmäßig, sondern immer, wenn ich halt dran denke. Und als letztes möchte ich euch noch gerne etwas vorstellen. Und zwar ist das das Mami-Buch. Das Mami-Buch, das hatte ich schon in meiner ersten Schwangerschaft bei Tamea. Was ich halt am coolsten bei dem Buch fand, ist, also das ist jetzt keine Werbung oder so, das habe ich schon ganz lange. Das hatte ich eigentlich einer Freundin ausgeliehen und die hat es mir jetzt wiedergegeben. Was ich am Anfang auch total interessant fand, das ist halt von jedem Monat so drin, wie halt der Bauch wächst. Das fand ich für mich halt immer ganz interessant, weil man guckt ja auch immer so im Internet, wann in welchem Monat ist der Bauch wie groß und genau, das finde ich immer hier ganz schön zu sehen. Und da steht auch wirklich, da sind so ganz viele. Upsa. Ha, ich muss mal lernen, Sätze zu Ende zu sprechen. Tut mir leid. So, also, was wollte ich sagen? Also, das ist wirklich ein wunder, wunder, wunder tolles Buch. Da steht was zu jedem Monat, zu jeder Woche drin. Da sind ganz viele kleine Sachen zum Herausnehmen drin, Rezepte und genau. Alles, was mit Gefühlen zu tun hat. Und ja, da ist dann wirklich zu jedem Monat wirklich Schwangerschaftsgymnastik und ganz, ganz schönes Design und Bilder und alles, was man sich halt so vorstellen kann. Ich werde euch das Buch unten in die Infobox setzen. Das ist wirklich das beste Buch über Schwangerschaft und die Zeit danach. Also Schwangerschaft, Geburt und die 10 Monate danach, was ich jemals in den Händen hatte. Genau. Das Floradix kann ich euch auch nochmal unten in die Infobox setzen. Das ist halt bei erhöhtem Eisenbedarf gegen Müdigkeit, die zwei Sachen. Genau, und das war's schon. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil, den wirklich bestimmt viele interessiert werden, der Bauch. Das ist im Moment mein Bauch. Also ich muss sagen, ich habe jetzt schon was gegessen und ich finde, er lässt wirklich auf sich warten. So, und dann nochmal ohne Oberteil, Seite, vorne, andere Seite. Ja, und ich hoffe, dass da bald mal was wachsen wird. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis dann. Tschüss!